Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Michael Waletzko und ich begrüße euch zu einer neuen Sendung hier auf Menschenfischen. Ihr Lieben, wie jeden Tag schlage ich mich mit so manchen selbsternannten Theologen herum. Ich bin selbst kein Theologe, deswegen bitte ich, wenn Priester zuschauen, wenn ich irgendetwas sage, was mit der Theologie, mit dem Glauben der katholischen Kirche nicht vereinbar ist, was irgendwie falsch ist, wo ich mich vertue, so bitte ich, mich zu korrigieren. Vor allem Priester und Theologen, die sich diese ganzen Sendungen anschauen, anhören. Ich bitte darum, mich zu korrigieren, wenn ich mich vertue. Der Punkt, warum ich das sage, ist folgender. Immer wieder bekomme ich E-Mails oder beziehungsweise Kommentare von Freikirchlern oder von freien Christen, wie sie sich nennen, wie auch immer man dazu kommt, zu sagen, ich bin freier Christ, ich gehöre keiner Kirche an. Irgendwie komisch, weil Jesus hat ja eine Kirche gegründet auf Petrus. Das hat er ihm ja gesagt. Und wer das Evangelium liest, der liest auch, dass da steht, du bist Petrus, auf dir werde ich meine Kirche bauen. Und das ist jetzt aber nicht das Thema. Das Thema ist Mittlerdienst. Es steht, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. So steht es geschrieben. Und ich werde immer wieder angegriffen, ihr könnt doch nicht zu Maria beten. Ihr könnt doch nicht dies, ihr könnt die Heiligen, die Toten beschwört ihr alle. Also erstens glaube ich nicht an die Toten, sondern Gemeinschaft der Toten, sondern Gemeinschaft der Heiligen. Gemeinschaft der Heiligen. Diese Heiligen gibt es. Mit wem hat sonst Jesus gesprochen auf dem Berg? Mit Mose und Elia, was waren das? Waren die tot? Die waren in der Gemeinschaft der Heiligen. Sie sind noch nicht mit ihrem Körper auferstanden. Das passiert am Ende der Zeit. Dass wir beten ja auch im Glaubensbekenntnis, wir glauben an die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Das heißt, dass wir irgendwie aus den Gräbern auferstehen werden. Ich weiß nicht, wie Gott das machen möchte, aber das ist auch einer der Gründe, warum die katholische Kirche sagt, du sollst dich nicht verbrennen lassen, sondern begraben lassen. Nun, Mittlerdienst, wie gesagt, noch einmal zum Mitschreiben. Es steht geschrieben, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist richtig, das ist Jesus Christus. Es gibt aber auch einen anderen Mittlerdienst zwischen uns und Jesus Christus. Und diese Mittler sind Heilige. Dieser Mittler ist seine Mutter zum Beispiel, die heilige Jungfrau Maria. Dieser Mittler kannst du sein, dieser Mittler kann ich sein, indem ich für dich bete. Das heißt, jedes Gebet für einen anderen Menschen ist ein Mittlerdienst. Und das Verrückte ist, dass die Leute mich angreifen in den Kommentaren und sagen, ich darf für jemanden beten. Das ist kein Mittlerdienst. Aber zu Maria dürft ihr nicht beten, weil Maria ist tot. Da müsste der Himmel ja leer sein, wenn sie tot ist. Ich verstehe nicht, was daran so schwer ist und warum man so einen Hass auf Maria haben kann und dann noch von Totenbeschwörung spricht. Wenn es keine Totenbeschwörung ist, es sind Heilige der katholischen Kirche. Die Kirche wird von Anfang an vom Heiligen Geist geleitet. Petrus sagt, wir sollen das Wort Gottes nicht selber auslegen. Das Wort Gottes, die Schrift, keine Weissagung, so steht es geschrieben, keine Weissagung darf eigenmächtig ausgelegt werden. Das heißt im gleichen Zuge, wir brauchen die katholische Kirche, wir brauchen die Kirche, die Christus gegründet hat, die uns sagt, ey, so und so und so hast du die Schrift zu verstehen. Das ist wie Mathematik. Ich kann auch nicht sagen, okay, du hast deine Mathematik, ich habe meine Mathematik. Für mich ist 3 plus 5 8 und für dich kann ja 3 plus 5 10 sein oder 12. Und wir einigen uns einfach darauf, dass dein 3 plus 5 8 ist und mein 3 plus 5 12 oder 10 ist. Das geht nicht. So ist es auch mit dem katholischen Glauben. Der Heilige Geist ist kein Hampelmann, der jedem sagt, ja, du darfst jetzt mich so auslegen und du darfst mich so auslegen, so wie du es verstehst, so ist es richtig. Aber ganz bestimmt liegen die Katholiken falsch. Nur ihr liegt alle richtig. Also, es ist verrückt. Ihr müsst euch Gedanken machen, wie ich schon mal gesagt habe, jedes Haar auf deinem Kopf ist gezählt. Jede kleinste Zelle bis ins kleinste Atom hat alles Gott durchgeplant. Und dann hinterlässt er uns ein Buch, von Propheten geschrieben, von Aposteln geschrieben. Und dann sagt er, also,
Macht mit diesem Buch, was ihr wollt. Kauft euch jeder eine Bibel und legt es so aus, wie ihr möchtet. Das ergibt doch keinen Sinn. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Und die Aussage, dass Jesus zu Petrus sagt, du bist Petrus, du bist der Fels, auf dir werde ich meine Kirche bauen. Meine Kirche. Und die Kirche, die er gebaut hat, war die Kirche in Rom. Deswegen steht in Rom der Petersdom. Und ich wiederhole das mantraartig, wie man so schön sagt, immer wieder, gebetsmühlenartig, mit Mantras und so nichts zu tun, gebetsmühlenartig wiederhole ich das, die Kirche, die Christus gegründet hat, ist die katholische Kirche in Rom. Kann man nachweislich nachlesen, ohne katholisch zu sein, historische Dokumente, die das belegen. Noch einmal, Mittlerdienst. Wir dürfen alle Heiligen, die im Himmel sind, was sollen die denn da machen? Die können doch nicht den ganzen Tag Kaffee trinken und oder was auch immer die dort machen. Die schauen Gott, ja, aber die haben auch eine Aufgabe. Wir können sie um ihre Hilfe bitten. Und wenn du es nicht glaubst, wenn du mal was suchst, bete doch mal zum heiligen Antonius und sage, heiliger Antonius, ich bitte dich, hilf mir dabei, den Schlüssel zu finden, den weiß der Kuckuck was, die 5 Euro zu finden, die ich in irgendeiner Tasche verloren habe, oder auch die richtige Straße zu finden, einen Parkplatz zu finden. Also heiliger Antonius ist der Heilige, der Schutzpatron, der Patron der Suchenden. Genauso wie der heilige Christophorus. Wo habe ich den? Wo gäbe da? Heilige Christophorus. Da, aber der ist festgeklebt. Der heilige Christophorus ist der Schutzpatron aller Autofahrer. Genau wie der Schutzengel. Ein Schutzengel ist auch kein Toter. Den dürfen wir um Hilfe bitten. Und sie helfen uns. Gott schenkt doch jedem Menschen einen Schutzengel, damit sie uns helfen, Leute. Damit sie uns helfen. Die armen Seelen im Fegefeuer. Auch ein Thema. Also, es macht doch keinen Sinn. Es steht doch geschrieben, und sie werden gereinigt wie durchs Feuer. Man kann doch nicht sagen, dass jeder Mensch, egal wie gut oder schlecht er gelebt hat, wenn er sagt, ich glaube an Jesus, sofort in den Himmel kommt. Das macht doch keinen Sinn. Ist auch ungerecht. Also Barmherzigkeit Gottes geht nicht ohne seine Gerechtigkeit. Und Jesus hat selbst zu Schwester Faustina gesagt, bevor ich als gerechter Richter komme, werde ich als König der Barmherzigkeit kommen. Und die Zeit der Barmherzigkeit ist jetzt noch. Und irgendwann mal kommt aber auch die Zeit der Gerechtigkeit. Das heißt, er gibt uns die Zeit, uns zu bekehren, umzukehren, zu prüfen, was habe ich falsch gemacht, diese Sünden zu beichten. Beichte, ich weiß, die Freikirchler sagen, nein, wir können direkt zu Jesus gehen. Komisch, warum hat dann Jesus gesagt, er hauchte sie an, nachdem er auferstanden ist, tadelte ihren Unglauben, hauchte sie an und sagte, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Und an einer anderen Stelle sagt Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott an Christi Statt. Das bedeutet, nach der Auferstehung Jesu, haben die Apostel die Aufgabe bekommen, den Menschen die Sünden zu vergeben. Und von dieser Sündenvergebung spricht Paulus, indem er sagt, lasst euch versöhnen mit Gott an Christi Statt. Das heißt, er sagt, ich möchte mich anbieten in meinem Amt als Priester. Ich biete mich an und erfülle den Auftrag, den Jesus mir gegeben hat, damit ihr euch durch ihn als Mittler, auch der Priester ist dann ein Mittler, der in persona Christi in der Beichte fungiert. Lasst euch durch mich als Mittler in der Beichte versöhnen mit Gott. Das sagt er auch. Steht geschrieben. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Und wie gesagt, dann sagt Paulus oder Petrus, ich weiß nicht genau, Paulus oder Petrus, lasst euch versöhnen mit Gott an Christi Statt. Also, die Sündenvergebung, wir können nicht sagen, ey, wir gehen jetzt, also zur Taufe gehen wir, da brauchen wir einen Pastor, da brauchen wir einen Mittler.
der uns tauft. Um die Ehe zu schließen, weil es ja schön ist, brauchen wir auch einen Mittler, also eine Pastorin oder einen Pastor. Das ist dann kein Mittlerdienst, obwohl er ja ein Mittler ist. Weil wir könnten ja direkt zu Jesus gehen und sagen, Jesus, wir stehen jetzt vor dir und wir möchten uns jetzt hier trauen und wir möchten uns jetzt auch taufen oder kippen uns das Wasser selbst über den Kopf. Nein, wir brauchen einen Menschen, wir brauchen Mittler. Genauso wie Jakobus schreibt, die Ältesten, wenn einer krank wird, sollen sich die Ältesten versammeln und beten. Mittlerdienst, Hände auflegen und beten. Mittlerdienst, noch einmal, Mittlerdienst, Mittlerdienst, Mittlerdienst. Und das hat nichts damit zu tun, dass Jesus der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ganz verschiedene Paar Schuhe. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufschlussreich euch das erklären. Entschuldigt den Ton, das Bild ist wahrscheinlich auch nicht das Beste, aber wie gesagt, ihr liegt mir am Herzen, auch diejenigen, die mir auf die Nerven gehen, in den Kommentaren, sie gehen mir deshalb nur auf die Nerven, weil ich es schon so häufig wiederholt habe. Also ich danke euch für diese Geduldsübung, die ich mit euch habe, Tag für Tag, dass ich mit mehr Liebe an die Menschen rangehen kann, die es einfach nicht kapieren wollen, die es nicht kapieren wollen, die Lehre der Kirche, die Christus gegründet hat, ablehnen und es partout nicht wahrhaben wollen. Naja, dass es eben dort steht, auf dir werde ich meine Kirche bauen und nicht meine Kirchen. In diesem Sinne, an einer anderen Stelle steht auch geschrieben, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Google eucharistische Wunder und denkt darüber nach, was Jesus damit gemeint hat. Gelobt sei Jesus Christus und Maria, bis zum nächsten Mal und tschüss.